Professor Dr. Herbert Scheithauer von der FU Berlin passt thematisch auch ganz gut zu dem Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Er wird uns gleich das Programm zur Gewaltprävention vorstellen. Fair Player heißt es, was dahinter steckt, erzählt er uns. Es geht um Mobbing an Schulen, also damit, wo Sie auch eingestiegen sind in Ihren Vortrag. Herr Professor, jetzt die Frage an Sie. Nee, Frau Stückmann, noch nicht wegnehmen, bitte. Wir haben noch die Verbindung. Ist das jetzt schon getrennt? Das war so eine Idee, ne? Dass man das mal ein bisschen zeigt. Herr Professor, wollen Sie Gesa Stückmann etwas fragen und wollen Sie, Frau Gesa Stückmann, etwas von Professor Scheithauer vielleicht wissen, bevor er jetzt loslegt? Ich merke, das klingt so ein bisschen wie bei so einer Trauung, aber so ähnlich ist es jetzt nicht, gar nicht gemeint, aber vielleicht so jeder eine Frage quer. Auf der einen Seite vielleicht, Frau, fangen Sie mal an. Ja, hallo Frau Stückmann, ich weiß gar nicht, ob Sie mich so sehen können, wenn ich in die Kamera winke. Ich hoffe ganz schon. Ganz klein. Ja, super. Ich freue mich, dass wir uns wir so sind zusammen... alle nur so klein, das ist echt so. Ich freue mich, dass wir uns so sehen. Wir haben ja schon mal miteinander telefoniert und meine Frage an Sie ist, ob wir uns nicht mal gemeinsam klonen wollen. Wir hatten ja schon gesprochen darüber, ob wir nicht Medienhelden und Ihren Ansatz mal zusammenbringen. Medienhelden, ein Programm, was wir entwickelt haben gegen Cybermobbing. Und das, was Sie machen, ist so eine wichtige, tolle Arbeit. Das würde so gut passen zu unserem Programm. Wir hatten schon mal Kontakt, aber ich glaube, das müssen wir nochmal wieder auffrischen, oder? Unbedingt, Herr Professor Scheithauer, und vielleicht können wir auch gemeinsam bei der Justizministerkonferenz, bei den Justizministern und den Bildungsministerien und den Sozialministerien, das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir da bewältigen müssen, da müssen wir im Grunde alle Ministerien ins Boot holen und ich sag mal, ein Euro pro Kind, das sollte es doch nicht sein, ne? Das sollte nicht das Problem sein, von daher, ja, unbedingt, machen wir. Toll, ich bin gespannt. Ja. Dann bevor Sie die Frage zurückstellen, muss ich mich gleich mal einklinken. Ich habe ja vorhin gesagt, ich arbeite beim Radio. Man soll ja die Dinge immer nicht vermischen. Ich weiß, Journalisten werden da sehr kritisch betrachtet. Aber ich würde die Gelegenheit mal nutzen, wenn ich gerade zwei kompetente Menschen hier vor mir habe. Ich mache immer wieder Radiosendungen zu unterschiedlichen Themen und Gewaltprävention, gerade im digitalen Bereich, wäre wieder mal irgendwann dran im nächsten Jahr. Kann ich Sie dann ansprechen? So vor Zeugen? Müssten Sie jetzt einfach mal nicken und dann ist es gut. Dann habe ich die Hälfte meiner redaktionellen Arbeit nämlich schon weg, indem ich zwei kompetente Leute im Team habe. Und wir können da 3 Stunden lang über das Thema reden. Mit vielen Beispielen und so genau wie es möglich ist, dann natürlich auch mit sächsischen Akteuren noch dazu. Ich denke mal, das kriegen wir ganz gut hin. So, da habe ich schon mal, gut, dass ich heute in Chemnitz war. Jetzt wäre die Frage, haben Sie eine Frage vielleicht zu dem Programm vorab schon mal oder inwiefern interessiert Sie, was Herr Professor Scheithauer gleich erzählt? Ich habe mit ihm ja schon ausführlich, also ich kenne sein Programm, ich finde das einfach super und von daher, ja, ich Frage habe ich an ihn nicht. Ich freue mich einfach, wenn wir da jetzt wieder in den Austausch gehen und das ja vielleicht gemeinsam irgendwie vernetzen machen, da irgendwas gemeinsam auf den Weg bringen. Genau. Fände ich super. Das außerdem sagen Sie als Referentin wahrscheinlich jetzt, wenn der Typ da auf der Bühne die ganze Zeit sagt, wir haben keine Zeit, warum quatscht der jetzt sinnloses Zeug? Insofern, Dankeschön, Grüße nach Rostock, genau, ab zu den Klienten. Ja. Okay, bis dann, ne? Tschüss. Und bevor ich es weitertreibe, begrüße ich Sie sozusagen denn jetzt als begrüßter Referent und überlasse Ihnen die Bühne, Herr Professor Dr. Herbert Scheithauer. Ja, vielen Dank für die Einleitung und für die Überleitung. Zunächst möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen des Landespräventionsrates für die Einladung zum 6. Landespräventionstag in Chemnitz. Ich war ja schon mal beim Landespräventionsrat und deshalb freut es mich umso mehr, dass ich auch heute wieder geladen wurde und Ihnen ein bisschen Information hier präsentieren kann. Bei mir geht es jetzt auch so ein bisschen in die Tiefe sozusagen und in die Breite. Wirksame und nachhaltige Prävention von Gewalt. Achso, jetzt müssten Sie vielleicht mal meine Folien freigeben, dann wunderbar. Entwicklungsorientierte Gewaltprävention am Beispiel der Prävention von Mobbing in Schulen mit dem Programm Fair Player Manual ist mein Thema. Und gleich vorweg, wirksame und nachhaltige Prävention von Gewalt im Kindes- und Jugendalter sollte einem entwicklungsorientierten Ansatz folgen. Und meine Idee ist es zunächst, Ihnen zu erklären, was ist denn überhaupt entwicklungsorientierte Prävention? Ich gebe zu, das ist ein bisschen trocken, aber ich habe Ihnen dann Beispiele mitgebracht. Und der zweite Teil, etwas ausführlicher, ein Programm, was wir entwickelt haben am Beispiel der entwicklungsorientierten Prävention, das Programm Fair Player Manual. Dort auch mit Beispielen, mit Praxisbeispielen, dass Sie verstehen und nachvollziehen können, wie wir so in etwa arbeiten. Beginnen möchte ich mit der entwicklungsorientierten Prävention. Und wenn wir uns anschauen, was entwicklungsorientierte Prävention qua Definition ist, dann denkt man, naja, das ist doch ganz einfach. Nämlich, entwicklungsorientierte Präventionsprogramme berücksichtigen Wissen um die alterstypische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Zumeist ist es aber so, dass sich Präventionsprogramme auf die Prävention von
zum Beispiel einem bestimmten Problemverhalten beziehen, aber nicht entwicklungspsychologische Aspekte auch einbeziehen und auch nicht eine alterstypische Entwicklung fördern. Und in der entwicklungsorientierten Prävention gehört das mit dazu. Zudem ist feststellbar, stelle ich immer wieder fest, wenn wir mit Lehrkräften arbeiten oder auch in der Kita unterwegs sind, dass viele Akteure, die Präventionsprogramme und Maßnahmen umsetzen sollen, gar nicht in ihrer grundständigen Ausbildung über die alterstypische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beispielsweise informiert und entsprechend ausgebildet wurden. Also hier gibt es eine große Lücke, die es dringend gilt, zu füllen. Zweitens, entwicklungsorientierte Präventionsprogramme wissen auch über die Bedeutung von Störungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Altersstufe Bescheid. Sie verfügen über Wissen über deren Ursprung und deren Auswirkung auf die weitere Entwicklung. Auch das klingt erstmal ganz plausibel, ist aber oft in den Maßnahmen nicht zu finden, denn wir benötigen ein sehr umfassendes entwicklungspsychopathologisches Wissen. Wissen darüber, wie zum Beispiel Störungen in der frühkindlichen emotionalen Entwicklung entstehen, insbesondere wenn nicht eingegriffen und gehandelt wird, und wie sich dies negativ auf die gesamte folgende Entwicklung auswirkt, wie zum Beispiel frühkindliche alterstypische oder gestörte Entwicklung von emotionalen Kompetenzen mit Bildung in der Grundschule und in der weiterführenden Schule in einem Zusammenhang steht. Und es gibt auch noch viele weitere Beispiele aus dem Bereich von Mobbing, worüber ich ja heute sprechen werde. Wir wissen beispielsweise aus Längsschnittstudien, dass Mobbing im Kindesalter mit sexueller Viktimisierung im Jugendalter zusammenhängen kann, dass Kinder und Jugendliche, die andere mobben, unter Umständen bis ins Erwachsenenalter negative Folgen aufweisen und auch deren Kinder wiederum mit höherer Wahrscheinlichkeit andere mobben. Das heißt, es gibt einen Lebenszeitbezug, den wir berücksichtigen müssen. Und drittens, Einfluss von wichtigen Entwicklungsaufgaben und sogenannten Entwicklungsübergängen. Entwicklungsaufgaben, ganz simpel gesagt, sind Aufgaben, die sich in einer bestimmten Lebensphase des Individuums stellen und die man erfolgreich bewältigen muss. Zum Beispiel im Jugendalter eine Identität zu entwickeln oder ein moralisches Bewusstsein, um sich sozial verantwortlich zu verhalten. Entwicklungsübergänge stellen jetzt zum Beispiel der Eintritt in die Kita oder der Übergang von der Kita in die Grundschule dar. Das heißt, bestehende Verhältnisse, das, was das Kind kennt, bricht auf. Das ist einerseits eine Chance, man kommt mit neuen Kindern zusammen, mit neuen Verhältnissen, aber es kann eben auch sein, dass es ein Risiko ist, weil das Vertraute plötzlich verloren geht. Kinder haben plötzlich eine ganze Reihe an Anforderungen zu bewältigen, die sie vorher eben nicht hatten. Hier ist es wichtig, die Kinder auch dabei zu unterstützen, diesen Übergang erfolgreich zu meistern. Das heißt, zentrale Ziele entwicklungsorientierter Prävention wäre es, altersspezifische Risikofaktoren zu vermindern bzw. zu verhindern, Schutzfaktoren zu fördern und bei der Bewältigung von wichtigen Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsübergängen zu helfen. Gute Programme müssen das also mitdenken. Was ist eigentlich in der Entwicklung von Kindern normal zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt? Und das heißt, entwicklungsorientierte Prävention setzt nicht erst an, wenn das Auftreten gewalttätigen Verhaltens am wahrscheinlichsten ist, also im Jugendalter, sondern viel früher, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, und kombiniert dies auf eine bestimmte Art und Weise. Sie wirkt also einerseits im frühen Kindesalter unspezifisch. Das, was man dort macht, hat nicht einen direkten Bezug zu Kriminalität, zu Gewalt, sondern wir wissen aus Längsschnittstudien, wenn Kinder in ihrer grundlegenden emotionalen Kompetenz beispielsweise im Kindergartenalter erreicht werden können, dass sie das stärkt für das, was danach kommt. Sie wirkt also unspezifisch im frühen Kindesalter, Verhaltens- und emotionalen Problemen beispielsweise entgegen und fördert eine angepasste, normale sozial-emotionale Kompetenzentwicklung. Das sind wichtige Schutzfaktoren in der weiteren Entwicklung. Und dies wird dann kombiniert mit spezifischen Maßnahmen im Jugendalter. Das heißt, dieselben Kinder werden im Jugendalter ganz normal über Schule oder andere Einrichtungen nochmal erreicht, zum Beispiel gegen Mobbing, gegen Substanzmissbrauch. Und wir wissen aus Längsschnittstudien, dass diese Kombination oftmals die besten Erfolge erzielt, ohne dass der Aufwand eigentlich sehr groß ist. Was heißt das konkret? Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Hier unsere Programme, gar nicht Fair Player Manual, sondern Papilio. Papilio ist erstmal grundsätzlich ein Ansatz mit dem Ziel, verhaltens- und emotionale Probleme zu prävenieren. Und wir haben im Kern das Programm Papilio 3 bis 6 für die Kita entwickelt. Das gibt es jetzt schon ein paar Jährchen, aber wir haben inzwischen natürlich aufgeholt und weitere ergänzende Programme entwickelt, die miteinander in einer Beziehung stehen. Zum einen Papilio U3, wo wir in der Krippe arbeiten, also im Alter von 0 bis 3.
dann Papilio 3 bis 6 im Alter von 3 bis 6 und Papilio 6 bis 9, wo wir in die Grundschule gehen. Und das Programm ist so aufgebaut, alle drei Programme sind so aufgebaut, dass sie ineinander greifen. Das heißt, die Kinder bekommen zum Beispiel mit Paula und den Kistenkobolden eine Geschichte, die sie immer wieder begleiten und die sie immer entsprechend kennenlernen in der Kita oder in der Grundschule. Und Sie sehen in Rot darunter, dass es dann entwicklungspsychologisch relevante Themen gibt, die einen besonderen Schwerpunkt darstellen in dem jeweiligen Programm. Bei Papilio U3 ist die Feinfühligkeit der Erzieherin bezogen auf die Signale des Kindes, um eine sichere Bindung aufzubauen, sehr relevant und Vorläuferbedingungen sozial-emotionaler Kompetenz. Im Alter von 3 bis 6 besonders wichtig in diesem Lebensalter die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Was das im Einzelnen ist, zeige ich Ihnen gleich. Und im Alter 6 bis 9 alles, was mit Bildung zu tun hat. Wir wissen, dass sozial-emotionale Kompetenzen ein wichtiger Bildungsprädiktor darstellen. Mag man gar nicht glauben, ist aber so. Das heißt, gute Noten in Deutsch und Mathe hängen auch von den sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder ab. Und dann gibt es eine Reihe von weiteren Programmen, die auch immer aktuellen Entwicklungen entsprechend Themen aufgreifen, wie zum Beispiel Papilio-Integration, der Papilio-Elternclub, sodass wir eben in Präventionsketten, in verschiedenen Lebenswelten auch die Entwicklungsübergänge mit einem Programm wie Papilio begleiten können. Und das Ganze können Sie jetzt natürlich noch ein wenig verbreitern, und jetzt lenke ich so langsam zu meinem Thema über, indem wir verstehen, dass Programme wie Fair Player Manual und Papilio aus demselben Hause kommen. Sie haben dieselbe Ideologie dahinter, dieselbe Idee. Sie sehen hier mal eben 20 Jahre Arbeit. Es hat 20 Jahre gedauert, bis wir diese Programme entwickeln und evaluieren konnten und miteinander in einen Kontext stellen konnten. Das heißt, neben Papilio haben wir auch Fair Player Manual, einmal für die Grundschule Sek 1, so ungefähr 10., 11. bis 12., 13. Lebensjahr, und Fair Player Manual 7. bis 9. Klasse, 13, 14 bis 15, 16 Jahre. Und wenn Sie diese Programme sinnvoll aneinanderreihen, dann können dieselben Kinder nach und nach ohne viel Aufwand eine gute Prävention durchlaufen, denn Step by Step into Life, sozial-emotionale Kompetenzen gelten ja als Lebens- oder Schlüsselkompetenzen. In allen, überall sticht Ihnen das entgegen, dass sozial-emotionale Kompetenzen gefördert werden sollen und wichtig sind, so eben auch der Bildungsauftrag für Schule, diese Kompetenzen zu fördern. Soziale Kompetenz bedeutet Effektivität in sozialen Interaktionen und sozialen Beziehungen. Das heißt, eine Person kann durch ihr Verhalten in sozialen Situationen persönliche Ziele erreichen, ohne allgemeingültige soziale Regeln und Normen zu verletzen. Und das ist gar nicht so einfach. Also gerade im frühen Kindesalter und im Jugendalter zu verlangen, dass Kinder und Jugendliche das können, ist vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dass es viele Erwachsene gibt, die das nicht können, eine ganz schöne Herausforderung. Ja, und ich habe Ihnen mal ein Beispiel auch mitgebracht, dass man sich das mal vorstellen kann, wie jetzt so etwas wie soziale oder emotionale Kompetenz aufeinander aufbauen kann in diesem Programm. Im U3-Bereich beispielsweise würden wir ErzieherInnen darin ausbilden, Kinder in den Vorläuferbedingungen emotionaler und sozialer Kompetenz zu fördern. Ein einfaches Beispiel, was manchen Erzieherinnen und Erziehern schwerfällt, ist der sogenannte Emotion Talk, dass also eine Erzieherin einem Kind gegenüber spiegelt, welche Emotion ein Kind zeigt. Denn in diesem Lebensalter wissen die Kinder noch gar nicht, was es bedeutet, traurig, depressiv, ängstlich oder was auch immer zu sein. Im Bereich 3 bis 6 lernen dann die Kinder, wie sie diese Emotionen bei sich und bei anderen erkennen und damit angemessen umgehen können. Was macht es also aus, wenn jemand traurig ist? Wie sehe ich das? Und was muss ich dann tun, wenn der traurig ist? Und was muss ich tun, wenn ich traurig bin? Im Bereich 6 bis 9, also in der Grundschule, lernen die Kinder, mit sekundären Emotionen umzugehen, zum Beispiel Scham oder Schuld. Oder sie lernen auch ambivalente Emotionen kennen. Sie kennen es alle aus eigener Erfahrung, Weihnachten steht bald wieder vor der Tür. Sie haben als Kind von Oma und Opa etwas geschenkt bekommen, was ihnen überhaupt nicht gefällt. Aber sie wollen Oma auch nicht wehtun. Also empfinden sie eigentlich Enttäuschung und trotzdem sagen sie Danke, Oma. Das sind ambivalente Emotionen, die da in ihnen vor sich gehen, und sie haben die sozialen Normen verstanden, wie man in einer solchen Situation sich entsprechend verhält. Bei Fair Player Manual werden jetzt diese emotionalen Kompetenzen in sozial kompetenten Verhaltensbereichen ausdifferenziert.
Das heißt, es wird also stärker einerseits auf konkrete soziale Situationen bezogen, in andere Rollen und Personen sich hineinzuversetzen. Das machen wir in der Klasse 5 und 6. Oder dies dann auch zu abstrahieren und grundlegend zu diskutieren und zu reflektieren, um ein moralisches Wertebewusstsein herauszubilden. Das machen wir dann in Klasse 7 bis 9. Also ein Beispiel, komplexere Anforderungen, etwa ob A erfasst, was B denkt, was C über ihn denkt. Das ist etwas, was wir dann in der Klasse 7 bis 9 machen, aber noch nicht in der Klasse 5 bis 6. Und so hängen natürlich diese Kompetenzen im Entwicklungsverlauf miteinander in Beziehung, wie Sie sich denken können. Sozial-emotionale Kompetenz ist auch ein Thema, ja, was keine Kleinigkeit ist, wenn wir uns überlegen, dass eigentlich 3- bis 6-jährige Kinder diese Kompetenzen entwickeln sollen, auch im Übergang zur Grundschule. Sie sehen links übrigens die 4 Kobolde der Augsburger Puppenkiste, die wir im Programm Papilio verwenden, um die Basisemotionen darzustellen. Es gibt auch ein eigenes Puppenspiel dazu beispielsweise und eine Geschichte, in der die Kinder dann lernen, was die Basisemotionen sind und wie man damit umgeht. Und sozial-emotionale Kompetenzen hängen zusammen. Das heißt, wir haben oben die emotionalen Kompetenzen, Emotionserleben, Emotionsausdruck, Mimik, Gestik, wie sehen Emotionen überhaupt aus? Emotionswissen und Verständnis, ja, dass ich überhaupt weiß, dass es verschiedene Emotionen gibt. Ich muss über Emotionen reden können, ich muss das sprachlich ausdrücken können, mich mitteilen können und ich muss meine Emotionen regulieren lernen. Und das machen Kinder nicht von Geburt an alleine, sondern sie brauchen eine soziale Interaktion, ein soziales Umfeld. Eltern regulieren die Emotionen der Kinder. Und nach lernen die Kinder selbst, ihre Emotionen zu regulieren. Und das steht in einem Zusammenhang dann mit den sozialen Kompetenzen. Soziale Kompetenzen, grob gesagt, zum Beispiel Perspektivenübernahmefähigkeiten. Ich kann mich in sie hineinversetzen, gedanklich, und mir überlegen, na, bei dem Gesichtsausdruck sind sie, glaube ich, gerade gelangweilt. Ich hoffe, gleich beim Praxisteil hole ich das dann wieder raus. Oder ich kann sagen, oh, da sitzt jemand und grinst breit, kennt das also vielleicht schon, wie auch immer. Kognitive Empathie heißt auch, ich kann mich hineinversetzen in ihre Gefühlslage, dass ich mir denke, wie sie sich jetzt wohl gerade fühlen, so wie sie aussehen. Und das führt dann im Übergang zur Grundschule zu den sozial kompetenten Verhaltensweisen, die wir beobachten können. Und wir wissen aus der Forschung, man kann sozial kompetente Verhaltensweisen nochmal unterscheiden in lernrelevante Verhaltensweisen und interpersonale Verhaltensweisen. Wir meinen meist die interpersonalen Verhaltensweisen. Affektive Empathie, ich kann also mitfühlen, wenn jemand traurig ist. Man zeigt prosoziales Verhalten, man hilft anderen. Es zeigen sich keine Verhaltensprobleme. Ein Kind verfügt über Problemlösefertigkeiten und weiß, wenn ein Problem da ist, wie es damit umgeht und was es machen kann, um das Problem zu lösen. Und es verfügt über Fertigkeiten, positive Beziehungen aufzubauen. Die lernrelevanten sozialen Kompetenzen sind aber relevant auch für das sogenannte Bildungsoutcome. Also ob die Schüler in der Schule gut mitkommen und Deutsch und Mathe beherrschen. Und das sind andere Verhaltensweisen, wie zuhören können, Anweisungen folgen können, die Teilnahme an Gruppenaktivitäten, Kommunikationsfertigkeiten, Selbstkontrolle, sowohl im Verhalten, dass ein Kind nicht gleich impulsiv aufsteht, sondern es lernt, diesen Impuls zu kontrollieren und auch Durchhaltevermögen, eine Aufgabe zu Ende zu bringen. Üblicherweise sind das Dinge, die man eigentlich in der Kita auch lernen soll und die Kinder als ganz wichtige Kompetenz mitbringen, dann in die erste Schulklasse. Ja, und so sehen Sie, wie sozial-emotionale Kompetenzen erstmal zusammenhängen und wie wichtig Kita und Grundschule und die Zusammenarbeit dieser beiden Lebenswelten in Form von Präventionsketten ist. Wir arbeiten auch im Programm Fair Play Manual mit dem sozial-emotionalen Lernen. Das unterstützt den Prozess der Aneignung von Fertigkeiten, um über Emotionen nachdenken, um mit diesen umgehen zu können, Fürsorge für Menschen zu entwickeln, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, positive Beziehungen aufzubauen und auch herausfordernde Situationen konstruktiv und ethisch lösen zu können. Und man findet, wenn man mit sozial-emotionalem Lernen in der Schule beispielsweise arbeitet, oftmals kurzfristige Ziele und langfristige Ziele. Kurzfristig zeitnah sichtbar, prosoziales Verhalten, eine bessere Kommunikation unter den Kindern, verbesserte lernrelevante soziale Fertigkeiten, das heißt, die Kinder zeigen eine bessere Aufmerksamkeit. Und langfristige Ziele, zum Beispiel zwischenmenschliche soziale Fertigkeiten, die zu sozialen Kompetenzen in inner- und außerschulischen Situationen führen, schulischer und beruflicher Erfolg. Und inzwischen gibt es eine Vielzahl an Studien im Längsschnitt, die belegen konnten, wie wichtig die Förderung und das Erleben sozial-emotionalen Lernens für das persönliche und akademische Wachstum der Kinder ist. Sozial-emotionales Lernen sollte deshalb Basis grundsätzlich von Unterricht in Schule sein und kann eben auch schon in der Kita verwendet werden.
Was bedeutet das jetzt für unser Programm Fair Player Manual, wo wir auch mit Methoden des sozial-emotionalen Lernens arbeiten? Wer wegsieht, verliert sein Gesicht. Wir haben eine klare Botschaft und haben ein Ziel, auf das ich gleich noch hinaus will. Und dieses Ziel zu erreichen bedeutet, dass wir eine Menge Vorarbeit leisten müssen, um dort anzukommen. Wer wegsieht, verliert sein Gesicht. Vielleicht eine kleine Botschaft von Kindern und Jugendlichen, mit denen wir auch gearbeitet haben, die wir mal gefragt haben, habt ihr sowas schon mal erlebt, Mobbing, und wie hat's euch, wie ist es euch da gegangen? Und ungefiltert, also die hatten kein Skript oder so, haben die uns einfach erzählt, was sie zu berichten hatten. Mehr als jeder 10. Jugendliche wird einmal pro Woche Opfer von Mobbing. Mehr als jeder 10. Das sind 1 Million Mobbingvorfälle. Jede Woche. Ja, also letztes Jahr war das, also auf dem Gymnasium schon, da gab es so einen starken Konflikt in der Klasse zwischen mir und 2 Freundinnen. Da habe ich mich ja halt nicht mal mehr in die Schule getraut. Also ich habe jeden Abend, ich habe richtig geweint, das war nicht so schön. Dann habe ich halt eigentlich nur sozusagen darüber nachgedacht und konnte gar nicht mehr was anderes irgendwie Spaß, also jetzt meine Hobbys oder so machen. Ich weiß, ich kann ich jetzt nicht richtig beschreiben, aber es ist halt einfach so, dass ich mich dann irgendwie so fühle, als würde ich da nicht richtig dazugehören oder so. Das gibt es immer wieder. Dann hat man vielleicht auch Angst, nicht ernst genommen zu werden oder so. Und dann, ja, ist halt wirklich ein bisschen uncool, seine Probleme vielleicht auch zu zeigen oder so seine Schwächen. Man fühlt sich einfach nur schlecht. Also ich möchte das eigentlich auch nicht mehr so in Erinnerung rufen, weil es war echt nicht ein schönes Gefühl. Mobbing kann jeden treffen. Deswegen sollte auch jeder etwas dagegen tun können. Genau. Und dafür ist unser Programm Fair Player Manual gedacht. Vielleicht erstmal zu den Programmzielen. Was wollen wir überhaupt erreichen mit dem Programm? Zielgruppen sind 7. bis 9. Schulklassen. Und dabei haben wir eigentlich einen universell präventiven Ansatz. Das heißt, nicht stigmatisierend arbeiten wir mit allen in der Klasse. Es gibt halt also nicht die Mobbingstunde, wo die Täter und die Opfer dann mal kommen oder so, um Gottes Willen. Wir verwenden auch diese Begriffe Täter und Opfer nicht. Das mache ich jetzt hier, wenn ich mit Ihnen über diesen Sachverhalt spreche. Aber wir versuchen, Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren, dass sie diese Begriffe nicht verwenden, weil sie wissen, dass diese Begriffe auch so eine alltagssprachliche Bedeutung bei Jugendlichen haben und man sehr schnell so einen Stempel auf der Stirn hat. Man ist Täter und man ist Opfer. Und wir wissen auch aus Längsschnittstudien, dass viele, die gar nicht mehr Opfer sind, trotzdem noch als Opfer gesehen werden. Deshalb bitte versuchen Sie, so wenig wie möglich mit diesen Begriffen zu arbeiten, wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dennoch ist es so, dass unsere Maßnahmen auch selektiv und indizierte Prävention darstellen. Zum einen, weil sie auch die Hochrisikogruppen besonders erreichen. Das sind zum Beispiel Kinder, die wenig oder keine Peer-Beziehung haben. Und auch indiziert, weil sie die möglichen Ursachen von Mobbing angreifen wollen. In diesem Fall das Eingriffsverhalten in Situationen auf dem Schulhof beispielsweise. Alle Klassenmitglieder, wie gesagt, und Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen, pädagogische Kräfte, also in der Regel sind es Lehrkräfte oder SchulsozialarbeiterInnen, wir haben aber auch schon mit pädagogischen Fachkräften gearbeitet, die bestenfalls in Tandem dann das Programm nach einer Fortbildung umsetzen. Es ist ein strukturiertes, manualisiertes, evaluiertes Präventionsprogramm. Das heißt, wer autodidaktisch gerne unterwegs ist, kann mit den Materialien alleine arbeiten. Wir empfehlen immer eine Fortbildung, aber es geht auch ohne. Aber das ist schon eine Herausforderung, das muss ich sagen. Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Jahrgangsstufe, also so circa 13 bis 16 Jahre, dafür ist diese Programmversion entwickelt, in allgemeinbildenden Schulen. Wie gesagt, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen sowie weiteres pädagogisches Fachpersonal setzt in mindestens 16 aufeinander aufbauenden Terminen a 90 Minuten das Programm um. Das ganze Programm ist aber auch so entwickelt, dass man in der Klasse, jede Lehrkraft hat da ein eigenes Gespür, bestimmte Dinge wiederholen kann. Wir haben unterschiedliche Schweregrade, wir haben auch die Wiederholungsmöglichkeit. Wenn man also feststellt, Empathie, da habe ich einen besonderen Bedarf bei mir in der Klasse, dann gibt es weitere Maßnahmen, die die Lehrkraft dann auch mit den Schülern und den Schülerinnen durchführen können. Und wie gesagt, wir arbeiten mit allen Jugendlichen einer Schulklasse und zusätzlich beziehen wir auch die Eltern ein. Das ist mal so das Programm im Überblick, wo wir zu Beginn einen Elternabend haben und zum Abschluss, darauf gehe ich gleich im Einzelnen nochmal ein. Wir haben auch inzwischen eine Programmvariante entwickelt, noch mit einer Förderung der Deutschen Bahn Stiftung beispielsweise, war es uns möglich, das ganze Programm etwas runterzubrechen, sodass wir auch Klasse 5 bis 6 erreichen können. In Berlin beispielsweise ist das noch Grundschule, in anderen Bundesländern, je nach Schulsystem, ist das dann schon Sek 1, je nachdem. Das heißt, die Maßnahme hier ist viel einfacher, viel klarer, viel konkreter, damit die etwas jüngeren Kinder bzw. Jugendlichen
mit dem Programm genauso arbeiten können. Da gehe ich jetzt aber heute aus Platz- und Zeitgründen nicht drauf ein. Was sind die Ziele? Vision ist, wie schon gesagt, wer wegsieht, verliert sein Gesicht, soziale Kompetenz und Zivilcourage als Kernelemente des schulischen Erziehungsauftrages zu transportieren. Und die Grobziele ganz unten, Förderung zivilcouragierten Handelns in Mobbing-Situationen, Förderung sozialer Kompetenzen und Prävention von Mobbing und Schulgewalt mit den entsprechenden Feinzielen, die wir dann in den Maßnahmen entsprechend spiegeln und die wir auch entsprechend evaluieren können. Maßnahmen des Programms. Vielleicht ein Wort nochmal zum Menschenbild. Wir haben ein Menschenbild, was man als sozialkonstruktivistisch bezeichnen kann. Das heißt, wir verstehen den Menschen als ein aktives, autonomes und lernfähiges Wesen. Es gibt also keine gemeinen Menschen und keine guten Menschen, sondern Menschen treten miteinander in Beziehung und können voneinander lernen und können sich auch weiterentwickeln. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung, die sich von derjenigen anderer Menschen unterscheidet. Und wir nehmen erstmal ernst, was uns die Jugendlichen berichten. Natürlich, wenn ich in einem Nobelviertel unterwegs bin, werden mir Jugendliche andere Dinge berichten, als wenn ich in einem sogenannten Problemviertel unterwegs bin, weil die Jugendlichen dort ganz andere Erfahrungen sammeln in ihrem Leben. Und ich kann doch nicht sagen, das, was die einen sagen, ist richtig, das, was die anderen sagen, ist falsch. Ich muss das ja erstmal annehmen, was mir berichtet wird und kann nur fragen, warum ist das so? Warum denkst du das? Und was sind die Konsequenzen dessen, was du mir sagst? Wenn du dich so verhalten würdest, was würde denn dann passieren? Das versuchen wir auch den Lehrkräften zu vermitteln und den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, dass sie diese Denke und diese Herangehensweise wählen. Denn Auseinandersetzungen über verschiedene Ansichten und deren Folgen sind eigentlich im Mittelpunkt. Dies bringt unterschiedliche Erfahrungen und Wahrnehmungen und Beziehungen nochmal mit sich. Wir müssen die Menschen in den Dialog bringen. Wir haben verschiedene, das sind jetzt psychologische Maßnahmen, weil es ist ein psychologischer Maßnahmenkatalog, umgesetzt in pädagogische Maßnahmen, sodass Lehrkräfte damit arbeiten können. Das kann ich Ihnen gar nicht im Einzelnen hier darstellen. Es soll nur deutlich machen, dass Mobbing ein vielschichtiges Problem ist. Und es gibt auf der einen Seite Ansätze, die verdeutlichen, dass manche Kinder Kompetenzdefizite haben. Das heißt, sie müssen dann mit Emotionsregulationstraining arbeiten, mit Modelllernen und so weiter. Es gibt aber auch viele Studien, die deutlich machen, dass Mobbing ein Gruppenphänomen ist. Und sie müssen deshalb mit den Kindern und Jugendlichen am sozialen Klima und an der Gruppendynamik arbeiten. Sie brauchen also dann auch entsprechende Methoden. Wir machen beides und verbinden das, sodass wir so auch möglichst viele Kinder mit ihren jeweiligen Voraussetzungen erreichen können. Die Termine im Überblick, die ich im Einzelnen gar nicht hier darstellen kann aus Zeitgründen, aber ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Nur mal vorweg, es gibt einen gewissen Vorlauf, wo wir überhaupt in das Thema einleiten. Also was ist überhaupt Fairplayer? Wie gehen wir miteinander um? Absprache, gemeinsame Umgangsformen, das ist sehr wichtig, dass Sie, wenn Sie ein Projekt starten in der Schule, man auch miteinander regelt. Wie wollen wir hier miteinander umgehen, wenn wir zusammenarbeiten? Was ist Mobbing und was ist Zivilcourage? Und viele Programme, die ich kenne, hören da auf. Die hören sozusagen im Infoblock auf. Und Kinder und Jugendliche haben kein Informationsdefizit. Das ist oft so, dass man auch bei Substanzmissbrauch, Prävention oder in anderen Bereichen sehr viel Information vermittelt. Das kann auch wichtig sein und ist ein wichtiger Bestandteil von Prävention. Aber es reicht nicht aus, nur Informationen zu vermitteln. Ja? Sondern man muss dann weitergehen und wir haben das natürlich auch im Programm, Informationen vermitteln und austauschen. Es geht dann aber weiter, wie es mir geht, kennenlernen und umgehen mit Emotionen und Emotionen im Kontext, weil wir feststellen, dass viele Jugendliche, mit denen wir arbeiten, da durchaus Defizite haben. Wir ja aber darüber reden wollen, wie es uns geht und wie es dem anderen geht. Dafür muss ich erkennen können, wie es mir geht und wie es dem anderen geht. Also sind Emotionen und emotionale Kompetenzen hier sehr, sehr wichtig. Und dann kommen wir schon zum ersten Kernstück, das sind soziale Rollen beim Mobbing. Wir haben also festgestellt in Studien, und das versuchen wir auch den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass es ganz unterschiedliche Rollen gibt beim Mobbing. Es gibt nicht nur die sogenannten Täter und die sogenannten Opfer, sondern es gibt diejenigen, die dabei stehen, die applaudieren, die nicht eingreifen und den sogenannten Tätern signalisieren, ja, das ist wohl richtig, was ich hier mache. Die assistieren sozusagen beim Mobbing. Und es gibt eine größere Gruppe, die steht außen vor und behauptet, ich bekomme überhaupt nicht mit, was hier los ist, was nicht stimmt, die wissen genau, was los ist. Und es gibt auch potenzielle Verteidiger, die eingreifen könnten, es aber nicht tun. Das heißt, den Kindern muss klar sein, wenn ich nichts tue, bin ich Teil des Mobbingprozesses.
Ich bin trotzdem Teil. Das müssen die Kinder verstehen und die Jugendlichen, damit sie auch ihrer Rolle entsprechend gewahr werden. Und für Jugendliche ist es so wichtig, Stichwort Identitätsentwicklung, keiner möchte etwas sein, was die anderen nicht mögen. Es ist oft so, dass Täter durchaus Ansehen genießen und dass man ihr Verhalten ganz toll und interessant findet, bei Jungen beispielsweise. Wow, das wird mit Stärke fälschlicherweise gleichgesetzt. Wir versuchen an dieser Wahrnehmung, dieser Rollenwahrnehmung zu arbeiten und deutlich zu machen, das ist nicht gut. Gut ist es, sich für andere einzusetzen und eben hinzuschauen. Also, wer wegsieht, verliert sein Gesicht, mein Freund. Deshalb guck hin und greif ein. Das soll eigentlich die Message sein, die dann hier rüberkommt. Das Ganze vertiefen wir dann in, was ich tun kann, richtig eingreifen. Was muss ich also machen im Mobbingprozess? Das ist eine Art Problemlösetraining, wo es auch darum geht, adäquat einzugreifen. Es gibt ja viele Lösungen, aber manche sind eben nicht so ganz gut. Darum geht es dann in diesen Rollenspielen und in dieser Aufarbeitung. Wir reden auch über das soziale Klima in der Klasse. Wir arbeiten mit moralischen Dilemmadiskussionen. Das ist dann sozusagen die Abstrahierung, wo die Jugendlichen sich auch ein Wertebewusstsein erarbeiten sollen. Und anfangs haben wir im Programm eine etwas gefährlichere Variante in Anführungsstrichen verwendet, die viel zu kopflastig war. Wir haben das Ganze in unserer neuen Version des Programms so verändert, dass man auch Kinder und Jugendliche mit dieser Methode erreichen kann auf unterschiedlichem Schweregrad. Weil das ist schon eine etwas aufwendigere Sache, moralisch über bestimmte Dinge zu diskutieren, nachzudenken und zu reflektieren. Es geht auch um, das ist mal wieder typisch, Wertschätzung der Meinung anderer und Förderung eines positiven Klassenklimas. Und wir haben also mehrere Termine zum Thema Moral. Und es gibt eine Abschlussrunde und eine Vorbereitung zum zweiten Elternabend. Der zweite Elternabend wird von den Jugendlichen selber ausgerichtet. Sie selber sollen ihren eigenen Eltern erklären, was sie gemacht haben und haben auch Gestaltungsmöglichkeiten in dem, was sie dort vorstellen. Das Ganze gibt es, wie gesagt, in unterschiedlichen Schweregraden. Wenn eine Lehrkraft feststellt, meine sind noch nicht so weit, das ist zu schwierig, dann nehmen sie die einfachere Variante und das kann man dann auch langsam steigern oder ausschließlich verwenden. Und mir ist wichtig zu sagen, dass wir hier einen sinnhaften, konsekutiven Aufbau der Maßnahmenelemente haben. Also Sie können nicht einfach mit einem Rollenspiel anfangen, weil die noch gar nicht vorbereitet sind darauf. Sie müssen sie also erstmal hinführen, überhaupt in der Gruppe miteinander über dieses Thema reden zu können und zu wollen und auch Dinge zulassen zu können. Wenn Sie zu früh sowas machen, dann passieren dort Reviktimisierung und andere Vorfälle, die Sie gar nicht wollen. Und wenn Sie zu früh ein Programm abbrechen, haben Sie hinterher schlimmstenfalls mehr Mobbing als vorher. All das haben wir in Evaluationsstudien feststellen können. Man braucht also einen sinnhaften Ablauf. Ich muss bestimmte Kompetenzen erstmal aufbauen, damit ich sie auch nutzen kann. Also wenn ich nicht tanke, kann ich das Auto nicht fahren. So einfach ist das. Und so ist es hier auch. Man muss diese Schritte in einer sinnhaften Logik verstehen. Das ist ein Beispielbild eines einfachen Rollenspiels. Und Sie sagen, das ist doch einfach, sieht man ja, was da los ist. Wir haben aber auch schon mit Klassen gearbeitet. Da wurde genau das Gegenteil von dem, was man meint hier zu sehen, berichtet in der Interpretation. Ja, ich glaube, Sie alle können sehen, dass es dem einen Jungen nicht ganz so gut geht, der da außen steht. Zumindest an der Gesichtsmimik kann man es erkennen. Und dass die anderen zusammenstehen, lachen und sogar mit dem Finger drauf zeigen. Uns wurde aber auch im Rollenspiel gesagt, ja hier, ich glaube, das eine Mädchen findet den ganz cool. Guck mal, die zeigt auf den Finger mit denen, die findet bestimmt die Kappe cool. Und der Junge, der lacht auch, der findet das auch gut. Also man muss eben verstehen, dass manchmal auch sehr einfache Situationen von Jugendlichen anders interpretiert werden. Und dann muss man mit ihnen daran arbeiten. Und das machen wir im Rollenspiel, indem wir das Problem beschreiben, was siehst du, wir reflektieren darüber, dann geht es darum zu überlegen, was kann man denn tun, um das zu verändern. Das Ganze wird strukturiert, alles wird zugelassen, jegliche Lösung und dann überlegt, was hat das denn für Folgen, wenn man das tut und die besten Lösungen werden dann beobachtet und im Rollenspiel gespielt. Eine einfache Struktur, die man aber auch genau so durchlaufen muss, um eben soziale Fertigkeiten aufzubauen. Das Ganze ist dann so strukturiert, dass Lehrkräfte auch sozusagen mit dem Manual am Pult und den Materialien arbeiten können, um das Ganze umzusetzen. Ein zweites Beispiel, die moralische Dilemmadiskussion. Was verstehen wir jetzt unter Moral? Oft gibt es kein richtiges und falsches Verhalten im Sinne einer Allgemeingültigkeit. Das ist Ihnen sicherlich auch in Ihrem Alltag schon aufgefallen, dass man manchmal in einem Dilemma steckt, weil man nicht weiß, was man tun soll. Ja? Richtig und falsch können sich auch je nach Situation verändern. Das heißt, moralische Urteilsfähigkeit bedeutet, fair und für alle gerecht zu handeln, egoistische Motive gegen Motive der Fürsorge abzuwägen.
Das ist ein Beispiel, wo wir eine moralische Dilemmadiskussion führen und wo wir eine Geschichte dazu natürlich geben. Deshalb die roten Pfeile auf die beiden Mädchen. Denn Katrin verbindet eine alte Freundschaft mit Silke. Und irgendwann hat Silke neue Freunde gefunden, coolere Freunde, mit denen sie zunehmend mehr unternommen haben. Und die Freundschaft ist sozusagen kaputt gegangen. Jetzt ist es aber so, dass Katrin links ihre Pause mit Timo links, einem befreundeten Jungen aus ihrer Klasse, bei der Mauer am Schulhof verbringt. Und Silke rechts, die zwar noch auf die gleiche Schule geht, aber in eine Parallelklasse, zum wiederholten Male hier angegangen wird von den Jungen. Das heißt, Katrin beobachtet das zum wiederholten Mal, dass die zwei Jungs aus dem Jahrgang da drüber hier Silke anmachen. Und Katrin fällt auch auf, dass Silke schon lange nicht mehr lacht und überhaupt nicht mehr fröhlich sind. Die beiden Jungs sind schulbekannte Schlägertypen, mit denen sich niemand anlegen möchte. Und Timo hat Katrin schon das letzte Mal gewarnt, dass sie sich bloß nicht einmischen soll, keiner wird hinter ihr stehen. Das heißt, sie wurde auch schon bedroht, wenn sie sich jetzt einbringt. Und sie weiß auch, wenn sie den einen jetzt ankreidet bei der Lehrerin, der hat schon verschiedene Verweise, dann wird er sicherlich von der Schule fliegen und das wäre nicht gut für seinen Ausbildungsplatz. Was soll sie jetzt machen? Das heißt, sie steckt in dem Dilemma zu entscheiden, ich habe hier eine alte Freundin, ich will aber selber auch nicht in Gefahr kommen und wenn ich jetzt etwas mache, wird derjenige negative Konsequenzen erleiden und das will ich ja auch nicht. Was soll sie jetzt machen? Und das gilt es, wie Sie sich vorstellen können, gibt es hier keine einzige Lösung, miteinander zu diskutieren und herauszuarbeiten, warum jemand der Meinung ist, dass man dies oder jenes tun sollte. Und die Idee dahinter steht, der Weg ist das Ziel, dass Kinder und Jugendliche sich überhaupt Gedanken machen darüber und ein eigenes Wertebewusstsein entwickeln und man gemeinsam überlegt, was wäre denn hier die beste, bestmöglichste Lösung. Zur Evaluation, das kann ich Ihnen natürlich aus Zeitgründen jetzt hier nicht im Einzelnen vorstellen. Wir haben aber verschiedene Evaluationsstudien durchgeführt mit einer Kontrollgruppe, vorher, nachher gemessen. Und wir haben einen Rückgang bei den sogenannten Opfern, den Tätern, den Täteropfern, die beides sind von Mobbing. Wir haben einen Rückgang in der Intensität, den Anzahl der Attacken von Mobbing, einen Rückgang in der relationalen Aggression, einen Rückgang in der Gewaltlegitimation. Das heißt, Schüler sagen dann nicht mehr, das ist in Ordnung, mit Gewalt seine Ziele zu erreichen. Wir haben einen Rückgang in der Popularität der Täter, das heißt die Normen greifen in der Schulklasse, das ist der Wirkmechanismus. Täter sind anfangs sehr populär, stehen im Mittelpunkt des sozialen Geschehens und ihr Verhalten wird nicht mehr als positiv betrachtet, sondern die Schüler sagen, du hör mal auf damit, das nervt voll ab. Und dann hört er auf, das passiert dann. So einfach ist der Mechanismus, aber das ist der Mechanismus, der die Wirkung des Programms auch im Wesentlichen belegt. Wir haben eine Steigerung im prosozialen Verhalten, zum Beispiel eine verbesserte Empathie, einen besseren Zusammenhalt in der Klasse, verbesserte moralische Wertvorstellungen. Und die Lehrkräfte haben uns zurückgemeldet, dass sie das Programm machbar halten, hochgradig relevant und sehr gut umsetzbar. Also insgesamt eigentlich sehr positive Ergebnisse, wie ich finde. Auch die Lehrkräfte melden uns im Einzelnen immer wieder zurück. Die Schüler lernen Toleranz, Konfliktfähigkeit und Fairness im täglichen Umgang und. Wir bekommen also viele positive Rückmeldungen und auch viele Anfragen eben für unsere Fortbildung zu den Programmen. Das ist auch der Grund, warum wir in der Grünliste Prävention unter Effektivität nachgewiesen geführt werden in der obersten, in der höchsten Kategorie. Also Fair Play Manual ist ein wirksames Programm. Und vielleicht ein, zwei Worte noch zur Implementation, weil dann ist auch schon mal eine Zeit wieder vorbei. Natürlich geht es darum, das Programm nicht nur auf der Klassenebene umzusetzen, sondern die Lehrkräfte auch entsprechend fortzubilden und Elternabende durchzuführen. Und wir haben das Programm so aufgesetzt, dass es uns auch wichtig ist, dass Lehrkräfte nicht alleine vor dieser Aufgabe stehen, sondern begleitet werden, während sie das Programm umsetzen und es danach auch eine Qualitätssicherung gibt. Wir also bestenfalls, das ist das, was wir momentan haben, wir haben die ersten Fair-Player-Schulen, also Schulen, die das so häufig, so intensiv machen und mit uns im Austausch sind, dass sie von uns eine Urkunde bekommen haben, Fair-Player-Schule, was sie auch unbedingt haben wollten, und sie damit auch nach außen gehen können, zu sagen, wir machen hier nachhaltige, langjährige Präventionsarbeit. Wir haben eine Intensivfortbildung Fair Play Manual, 4 Tage, entweder 2x2 oder im 4-Tages-Block. Wenn die durchlaufen ist, sollen die Lehrkräfte oder die SchulsozialarbeiterInnen das Programm eigenständig an der Schule durchführen. Dabei werden sie beraten und begleitet, telefonisch, online, und sie bekommen dann ein Zertifikat, dass sie das Ganze entsprechend erfolgreich umgesetzt haben. Und dann gibt es einmal im Jahr einen Qualitätsverbund, da laden wir die Lehrkräfte und so weiter ein. Und es gibt einen regen Austausch, weil es oft Probleme gibt. Du, bei mir hat das nicht geklappt, wie habt ihr das gemacht? Dann können wir beraten. Aber natürlich auch die Lehrkräfte untereinander, die haben meist die besten Ideen, wie man dann trotzdem
obwohl wenig Unterricht stattfindet, krankheitsbedingt ein Programm fortführen kann. Und auch da gibt es dann weiter ein Beratungsangebot telefonisch und online. Und wir bieten alles sowohl in Präsenz als auch online an. Also während der gesamten Pandemie haben wir Lehrkräfte fortgebildet, weil wir eine lange Warteliste haben und wir einfach volle Kurse haben, waren die Lehrkräfte motiviert, es trotzdem zu tun, obwohl die eigentlich anderes zu tun hatten während der Pandemie, um mit der Situation zurechtzukommen. Das sind dann so Qualitätstreffen, wie ich sie am liebsten habe, nämlich in, wenn man persönlich zusammenkommt. Das sind hier Lehrkräfte, die an so einem Qualitätsverbund teilgenommen haben. Meist bin ich dann auch mal dabei und wir geben noch einen zusätzlichen Input, was viele auch sehr sinnvoll finden. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, gibt es natürlich die Manuale und vieles zum Thema entwicklungsorientierte Prävention in unserem gerade frisch veröffentlichten Lehrbuch zur Entwicklungspsychologie, ein eigenes Kapitel dazu. Nur falls Sie noch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Ihren Ehemann oder Ihre Ehefrau suchen, kommt bestimmt gut an. Auf jeden Fall ist das Kapitel 15 ein gutes Kapitel dazu. Ich danke Ihnen, ich bin voll in der Zeit, ich bin froh, dass das geklappt hat und ich glaube, wir haben gar keine Zeit für Fragen, oder? Doch, aber in der Pause. Dankeschön.